Guten Morgen, liebes guter Freunde, willkommen zum heutigen Video. Es ist mal wieder soweit, eine kleine Testfahrt steht an. Ich muss heute mal wieder den Verbrauch testen, denn beim letzten Kontrollieren war ich wieder bei 4,16 Litern und heute versuche ich mal den Verbrauch runter zu bekommen. Und da gibt es ein paar ganz wichtige Sachen, auf die man achten sollte. Punkt A, habe ich das Windschild wieder abgebaut, das hohe, um jetzt mal zu sehen, ob das hohe Windschild auch mitverantwortlich ist für diesen extrem hohen Verbrauch. Jetzt ist dieser kleine Flyscreen dran, der sollte ein bisschen was Positives für die Aerodynamik bringen, aber jetzt nicht zu viel Windwiderstand bieten, sodass es sich auf den Verbrauch auswirkt. Das zweite, was natürlich ganz wichtig ist bei Verbrauch, ist der Reifendruck. Ich fahre normalerweise immer mit vorne 1,8 und hinten 2,0, also Werksangaben. Werde den aber mal jetzt erhöhen, um zu sehen, ob der Verbrauch sich ein bisschen minimiert, wenn ausreichend Luftdruck drauf ist. So, eine Sache, die ich mir jetzt noch geholt habe, um den Luftdruck auch unterwegs mal kontrollieren zu können, gerade wenn jetzt keine Tankstelle in der Nähe ist oder ihr wollt es vor der Fahrt machen, wenn ihr zu Hause seid, ist das hier. Und zwar eine Akkupumpe fürs Auto und fürs Motorrad. Ist eine super Sache, ganz klein, kriegt er also ohne Probleme ins Helmfach. So, wenn das Gerät an ist, könnt ihr dann einstellen, ob ihr für ein Fahrrad oder für ein Motorrad oder für ein Auto das Ganze machen wollt. Wir haben jetzt Motorrad, so, und dann habt ihr hier die Barzahl, die könnt ihr euch einstellen. Vorne, wie gesagt, normalerweise 1,8. Ich gehe jetzt aber mal hoch auf 2 vorne. Ja, und so eine Akkupumpe ist wirklich extrem praktisch, kann ich jedem nur empfehlen. Ich packe euch den Link zu der hier mal rein. Die hat ganz gute Testergebnisse, ist auch extrem klein, hat eine gute Pumpleistung. So, ich stelle jetzt mal hier auf 2,0 ein, dann einfach ranschrauben oben. Wenn ihr es rangeschraubt habt, dann zeigt er euch den Reifendruck an. Das ist 1,7, also ein bisschen zu niedrig. Ich drücke jetzt mal einfach OK. Ja, und jetzt geht's los. Pumpe pumpt hoch, 1,8. Ist jetzt auch nicht zu laut, die Pumpe, also wunderbar für unterwegs. So, jetzt ist er bei 2,0, hört automatisch auf zu pumpen. Einfach abschrauben, Ventilkappe wieder rauf und das war's schon. Hinten fährt man normalerweise 2,0 bar als Luftdruck, wenn man alleine fährt. Beachtet bei Fahrt mit dem Sozius immer mehr Luftdruck rauf. Also fahre ich dann vorne mit Sozius mit 2,0 und hinten mit 2,2. Hier ist jetzt hinten 2,1. Ich gehe aber mal auf 2,2 hoch. Also theoretisch ein Luftdruck so, als wenn ich mit Sozius fahren würde. Ja, also so eine Pumpe kann ich euch wärmstens empfehlen. Die schaltet sich jetzt automatisch aus, wenn ich das Kabel oben reinstecke, dann ist er aus. Eine Tasche ist mit dabei mit verschiedenen Aufsätzen noch, kann man auch einen Ball mit aufpumpen und solche Sachen. Also sehr praktisch, so zum Mitnehmen für unterwegs. Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Was ich noch abgemacht habe, ist das Topcase hinten, um den Windwiderstand noch weiter zu reduzieren. Da ist also auch nichts mehr drauf und vorne, wie gesagt, jetzt nur noch das kleine Flyscreen, sollte also minimalster Windwiderstand sein. So, jetzt noch schnell volltanken. Und dann geht's los auf eine kleine Tour. Und da bin ich ja mal gespannt, ob das heute ein bisschen was bringt. So, Diesel wollen wir nicht. Super. So, ich mache jetzt mal wirklich ganz voll bis nach oben, damit ich den genauen Verbrauch auch habe. So, mehr geht nicht. Zack. So, alles wieder zu. Noch Zahlen und dann geht's los. Ja, ich werde heute ein bisschen durch die Stadt fahren, um einen guten Mix hinzukriegen, was den Verbrauch angeht. Dann nachher noch auf die Landstraße.
werde auch wirklich versuchen, jetzt keine Vollgasfahrten, starken Beschleunigungen, sondern wirklich mal ganz relaxed und piano zu fahren. Um mal zu schauen, ob ich dann den Verbrauch in den Griff kriege. Fährt sich auch gleich ganz anders hier mit dem kleinen Flyscreen als mit der hohen Scheibe. Alles ein bisschen wendiger jetzt. Und ich hatte ja gerade diese ganz hohe, das ist natürlich dann schon ein ganz schönes Segel, was man da vorne dran hat. Aber so fährt es sich an sich fast wie ohne Scheibe. Außer dass bei höheren Geschwindigkeiten, also wenn ich jetzt über Landstraße fahre oder Autobahn, der Druck der Luft von der Brust ein bisschen weg ist. Da werde ich euch nachher vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen zur Scheibe. So, was man natürlich gleich merkt bei höherem Reifendruck, fährt sich alles ein bisschen fester jetzt. Federungskomfort ist ein bisschen anders. Handling aber super. Alles sehr leichtgängig jetzt. Auflagefläche des Reifens auf der Straße ist natürlich jetzt etwas geringer. Minimal natürlich, aber das führt dazu, dass das Lenken noch ein bisschen leichter ist. Und weniger Auflage auf der Straße sollte weniger Reibung bedeuten, also auch weniger Widerstand. Dementsprechend hoffe ich auch weniger Benzinverbrauch. Aber warten wir mal ab. Ja, ich fahre jetzt weiterhin noch ein bisschen so mit 50 durch die Stadt. Hatte jetzt auch schon ein bisschen Stop and Go hinter mir, was ja normal ist im Durchschnittsverbrauch. Und jetzt fahre ich so ein bisschen Richtung Landstraße, um auch das noch ein bisschen in die Berechnung mit reinzukriegen. Und wie gesagt, alles ganz piano, ganz relaxtes Cruisen, kein starkes Beschleunigen. Und dann sollte man doch an sich den Verbrauch mal ein bisschen runterkriegen. Auch die große Scheibe ist weg, Topcase ist runter, also weniger Gewicht, weniger Luftwiderstand. Mehr geht nicht. Und mal gucken, wo ich dann am Ende lande, bin ich schon sehr gespannt. So, vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Thema Reifendruck. Ich bin vor einigen Tagen mit meinem Motorrad gefahren, hatte da jetzt den Reifendruck nicht vor der Fahrt kontrolliert und das Motorrad stand jetzt auch ein paar Tage und habe eine kleine Ausfahrt gemacht und was ist passiert? Bei so 60, 70 in der Kurve ist mir hinten der Reifen von der Felge gerutscht. Äußerst unangenehm, also da ist natürlich dann sofort Luft raus. Und ich bin extrem in Schleudern gekommen, konnte mich gerade noch so fangen, irgendwie sofort an den Straßenrand ran. Aber das war wirklich ganz knapp vor Ausrutschen, Hinfallen oder im Worst Case in den Gegenverkehr schleudern. Und da hat sich tatsächlich, ich nehme an, wahrscheinlich durch zu wenig Reifendruck, anders kann ich es mir nicht erklären, hat sich da der Reifen vom Felgenbett gelöst und ist so nach innen gerutscht. Ist ja klar, wenn der aus dieser Nut rausrutscht, ist ja ein schlauchloser Reifen, dann ist sofort Luftdruck weg. Ich dachte erst, ich wäre irgendwie in eine Ölspur reingefahren, weil es hinten so schleudert hat, aber es war tatsächlich ein platter Reifen und wahrscheinlich durch zu wenig Luftdruck. Denn gerade in Kurven manchmal, dann verändert sich ja der Druck auf den Reifen. Er wird so ein bisschen zur Seite gedrückt und da hat scheinbar den Mantel von der Felge gedrückt. Und das war eine ganz schöne Schrecksituation. Also von daher, damit euch sowas nicht passiert, vor jeder Fahrt, wirklich vor jeder Fahrt Reifendruck prüfen. Zumindest mal so mit dem Fuß gegen treten so ein bisschen. Deshalb habe ich mir auch diese Akkuluftpumpe geholt. Damit kann man immer wunderbar vor der Fahrt ganz schnell eine Minute mal den Luftdruck prüfen. So, jetzt geht es ein bisschen auf die Landstraße. Hier werde ich mal so zwischen 80 und 100 fahren. Ja, vielleicht noch kurz zum Flyscreen. Also in der Stadt ist der super. Ich habe den aber selten montiert. Habe den schon eine ganze Weile, weil der hat einen schönen Vorteil. Er ist klein, er behindert das Handling nicht. Er leitet den Wind wunderbar von der Brust weg. Also das klappt gut, aber ich kann euch das ja mal zeigen, wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre,
gehen wir so auf 100. Und das könnt ihr bestimmt hören, dass das Geräusch am Helm jetzt um einiges lauter wird. Und das ist bei meiner Größe von 1,88 der Nachteil. Ich habe keinen Druck auf der Brust, aber leider den kompletten Wind komprimiert noch am Helm. Ja, und bei dieser Geschwindigkeit bekomme ich jetzt den Wind durch dieses aerodynamische Windschild genau hier nach oben geleitet. Also ich kann es auch fühlen, hier ist nichts, hier ist Ruhe. Und hier oben, zack, da kommt der Wind und hier ist er am stärksten. Das heißt, der Windfluss wird richtig schön noch verstärkt und mir genau auf den Helm geleitet. Und das gibt natürlich Turbulenzen, das gibt Krach. Das kann man natürlich bei Touren auch mit Ohrenstöpsel fahren, aber trotzdem deutlich lauter als ohne Windschild und viel, viel lauter als mit dem hohen Windschild, was ich habe. Da ist nämlich überhaupt kein Windgeräusch dahinter. Da ist es super angenehm, super still. Aber natürlich extremer Windwiderstand, den ich hier bei der kleinen Scheibe nicht habe. Ein Vorteil natürlich des kleinen Schildes, genauso wie wenn man ohne fährt, ist, dass ich diesen Druck auf dem Lenker nicht habe. Ja, also wenn ich jetzt loslasse hier, da bei 60, 70, 80, wunderbar, kein Vibrieren, gar nichts. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, meine Reifen vorne noch mal wuchten lassen. Die waren ja neu aufgezogen, der 130, 70, 13 hat dann bei 40, 50 so ein bisschen geschlackert vorne. Und dann bin ich nochmal zum Reifenladen und dann wurde nochmal nachjustiert. Das kann manchmal sein, wenn der Reifen neu ist und sich dann erst richtig setzt in der Felge, dass sich da nochmal eine kleine Abweichung ergibt. Waren jetzt 20 Gramm nur, also nicht viel. Aber bei den kleinen Rädern, bei der Vespa und der einseitigen Aufhängung vorne, merkt man jede kleine Unwucht sofort. Aber jetzt scheint es gut zu sein. Also wenn ich jetzt hier so ganz locker lasse, keinerlei Vibration mehr. Das ist halt ein großer Nachteil bei der hohen Scheibe. Man hat einen super Fahrkomfort, super Windschutz, aber dadurch, dass das Windschild am Lenker befestigt ist, ist natürlich jeder Druck, der darauf geht, jede Windböe, sofort ein Schlackern, ein Reißen am Lenker. Ist ja bei anderen Scootern anders, wenn man jetzt so, weiß nicht, ein Honda Forza oder überhaupt so diese moderneren Scooter, die haben das ja in der Karosserie, das Windschild, der Lenker ist frei. Man kriegt den Wind natürlich auch ab, aber nicht direkt auf den Lenker. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei der Vespa, auch beim Beverly, da ist es ähnlich, weil da die Scheiben halt, wie gesagt, den Druck direkt an den Lenker weitergeben. Und das ist mit der kleinen Scheibe natürlich viel angenehmer. Aber ich habe halt keine Chance, die Geräusche vom Helm zu kriegen, selbst wenn ich mich so nach hinten lehne. Immer noch nach vorne kann ich nicht, weil dann komme ich mit dem Kopf hier direkt auf die Scheibe rauf. Also die kleine Scheibe würde ich, glaube ich, für eine Langstreckentour nicht nehmen. Da würde ich wahrscheinlich sogar eher ohne fahren. Aber ich bin da bei Langstrecke immer mit meiner abgeschnittenen hohen unterwegs. Die ist super, da kann ich drüber weggucken. Die bietet mir einen perfekten Wind- und Wetterschutz. Ist auch recht stabil, dadurch, dass sie ja die Halterung von der ganz hohen hat. Die mittelhohe, die hat so eine etwas dünnere Haltung, so wie hier, ist nicht so stabil. Ich habe jetzt noch ein Weilchen vor zu fahren. Ich bin jetzt gerade bei knapp 17 Kilometern. Also so zwischen 50 und 100 sollte ich schon fahren, damit es auch ein bisschen repräsentativ ist. Von der Landstraße wieder runter. Geschwindigkeit war jetzt bei mir so zwischen 80 und 110. Jetzt geht es ein bisschen über die kleineren Landstraßen. Ich fahre mal Richtung Potsdam. So, wie viele Kilometer haben wir? 45,8, 46 Kilometer knapp. So, vielleicht mal ein kleines Feedback noch zu den 13 Zoll Felgen. Ich bin ja jetzt ein bisschen schneller mal gefahren, über Landstraßen mit langen Kurven, immer so um die 80 bis 110. Da muss man sagen, haben die wirklich einen großen Vorteil gegenüber den 12 Zoll Felgen, weil der gerade Auslauf, der ist definitiv viel, viel besser. Viel mehr Ruhe im Fahrzeug bei diesen Geschwindigkeiten, liegt sanfter, satter auf der Straße als mit den 12 Zoll
Rädern. Und von daher, wer viel reisen möchte oder viel Landstraße fährt, für den ist es eine gute Sache. Ja, das Handling mit der Kleinscheibe ist schon besser als mit der großen, mit dem Segel. Das alles ein bisschen behäbiger. Und mit der kleinen fährt sich super. Aber man hört schon, ne? Es ist echt Krach am Helm. Und man muss ja wegen dieser Geräuschentwicklung wirklich aufpassen, gerade bei langen Touren. Ja, das ist, als wenn er, jetzt irgendwie so 5-6 Stunden fahrt, das ist, als wenn er 5-6 Stunden bei einem Rockkonzert vor einer Box steht. Also es kann wirklich laut werden. Von daher empfehle ich immer wirklich bei Touren, macht euch so eine Ohrstöpsel rein. Das hilft eine Menge. Und schont eure Ohren und hilft, dass er da nicht irgendwelche Gehörschäden kriegt auf Dauer. Kleiner Ausflug vorbei, 75 Kilometer runter jetzt. Dann würde ich sagen, gehe ich mal tanken und guck mal, was jetzt bei dem Test rausgekommen ist. Ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat oder nicht. So, ich versuche wieder genauso voll zu machen wie vorhin. Bis zur Oberkante. Zack. So, mehr geht nicht. Ja, und dann rechne ich gleich mal aus, wie viel ich jetzt verbraucht habe. So, dann schauen wir mal. Das war der Verbrauch vom letzten Mal. 4,16 Liter. 2,48 Liter getankt, mal 100 geteilt durch 74,9 Kilometer, 3,31. Boah. Geht doch. Ja, also doch mal hingekriegt. Man kriegt also auch meine Vespa auf einen sehr günstigen Verbrauch von unter 3,5, 3,6 Litern, also angegebenen Verbrauch, nämlich 3,3. Aber wie gesagt, wirklich vorsichtige Fahrweise, kein Vollgas, kein extrem starkes Beschleunigen, ganz normal, Piano, Cruising. Also, wenn ihr euren Verbrauch etwas senken wollt, ganz einfach Windschild abmachen, vielleicht ein kleines Cruiser ranmachen, weil das halt ein bisschen die Aerodynamik verbessert, dann Topcase weg, Gewicht reduzieren, ganz wichtig, Reifendruck erhöhen. Und natürlich ganz, ganz wichtig die Fahrweise, weil wenn er jetzt natürlich auch mit dem Setting hier Vollgas gibt und mit 130 über die Autobahn oder mit 120, dann kriegt man den Verbrauch auch wieder höher. Aber wie gesagt, heute bin ich so 80 bis 110 auf der Landstraße gefahren, in der Stadt auch relativ piano gefahren und entspannt. Und dann kriegt man den Verbrauch auf 3,3. Und dann wäre natürlich auch eine schöne Reichweite möglich. Allerdings bin ich auch jetzt nicht in meinem Touring-Setting, denn dafür müsste jetzt wieder das Windschild ran, Gepäck natürlich rauf, also es kommt wieder mehr Gewicht dazu. Und ein Topcase oder eine Tasche hinten rauf. Also wird es wahrscheinlich dann wieder etwas ansteigen. Aber ich sehe schon zumindest mal, dass da nichts völlig im Argen ist. Man kriegt den Verbrauch also auch wieder runter. Wahrscheinlich macht der Reifendruck auch eine Menge aus. Denn jetzt, wie gesagt, fahre ich ein bisschen höher. Das werde ich bei meiner nächsten Tour auf jeden Fall auch mal testen und dann mit einem höheren Reifendruck fahren. Ist dann natürlich nicht mehr so gut von der Federung, aber spart Benzin. Ja, das war's von mir für heute. Eine wichtige Sache, wie gesagt, denkt dran, Reifendruck immer vor der Fahrt kontrollieren. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist so ein kleiner Akkukompressor für Auto- oder Motorradreifen. Den kann man immer dabei haben. Total praktische Sache, um mal nachzukontrollieren oder auch um mal ein bisschen nachzufüllen. Habe ich also ab jetzt auf jeden Fall immer mit dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und
Abo des Kanals bitte auch nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.